Die Soling ist vorbei, aber nicht für uns. Wir machen weiter mit unseren Soling-Pokémon Metronom Battle. Wow. Oh nein, ich sehe da schon wieder so einen Kandidaten, ne? Wir haben natürlich auch unsere Fähigkeiten dabei. Richtig. Also wir haben die Pokémon, so wie sie in der Soling waren, genommen und hier reingepackt als Pärchen. Und ich habe Filter Latias. Und du so? Ja, yep, richtig. Filter Latias, freue ich mich sehr drauf. Deswegen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, die Soling, dann holt sie jetzt nach, weil sonst werdet ihr gespoilert, was all unsere Pokémon angeht, was all unsere Fähigkeiten angeht und natürlich auch, wer der bessere Spieler war. Wobei ich das zurücknehme, glaube ich, wenn ich da Latias und Impegator sehe. Ja, Impegator ist ja, ist ein Kollege, ne? Ist ein Kollege, ja. Ist ein Kollege. Was wollte ich? Ich meine, es sind schon Banger-Mons, die wir hier gerade stehen haben, muss man sagen. Banger, absolut. Ja. Porygon 2 hat auch viel gerissen in seinem Leben. Porygon 2 hat sich viermal selbst angegriffen in Folge oder so. Boah, ich bin echt. Ich jetzt nicht. Bin sehr happy, dass Groll zuerst kommt, muss ich sagen. Oh, gefällt ja, mir. ich sehe, wo der es kommt. Da wäre unser Pärchen fast gestorben, du. Das war ein Crit einfach auch. Ja, ja, ich habe Scope-Linse wieder. Und Superschütze und alles. Ey, das ist einfach nur eine freche Runde. Das ist einfach nur eine freche Runde. Jetzt bitte Blizzard und beide killen. Das fände ich richtig beide witzig. Killen, genau, ja. Viel Spaß, Polygon, beim Killen von Latias. Und was ein kleines Problem ist, es gibt natürlich nicht alle Pärchen, die wir hatten, in dem Game hier. Richtig. Ne? Dementsprechend mussten einige leider verzichten, hier nochmal im Metronom Battle aufzutauchen. Aber so ist es, ne? Ja, so ist es. Oh, Impagata, so ein Biester im Gegner. Weiß ich, nach den Pflanzensäulen von eben, weiß ich nicht, ob du das wirklich sagen solltest. Ich hab dich ausgesetzt. Im Wald. Ich sag ganz ehrlich, ich könnte drin bleiben, weil der Verzweifler killt dich. Wenn er auf den geht, klar. Richtig. Ist halt die Frage, ist mir das wert auf so einem bultigen Pokémon wie Porygon 2? Weiß man nicht, ne? Weiß man jetzt nicht. Aber du kannst doch einfach... Ich glaube, ich ziehe die Peking-Ente zurück. Langweilig. Langweilig und schick Ult Gamma rein mit Delegator und Überresten. Let's go. Auch. Ja. Ein also, wildes Set gewesen, ey. Oha, oha, oha. Okay. Aber dieses... Boah, Alter. Dieses Mal ist aber okay, wenn ich Überreste spiele, ne? Weil ich das ja auch in der Soling gemacht habe. Na klar. Na klar, überlebt Impagato jetzt. Das war so klar. Das war so klar. That's a lot of damage. Ich verwirre uns alle. Oh, Gott sei Dank ist Porygon 2, hat er das Feld verlassen. Holy shit, hätte der sich wieder oft angegriffen. Ja, true. Oh mein Gott. Du hast absolut recht. 17 Mal in Folge, wenn es reicht. Holy shit. Das war die richtige Entscheidung, den zurückzuziehen. Safe call. Da gehe ich auch absolut mit. Nein, Latrine, komm. Latrine, greif komm. Selbst an. Komm, Latrine. Bitte, du bist so schon broken genug. Ja, voll. Sexy. Dann müsst ihr jetzt aber alle hinterherziehen auch. Boah, ich glaube, es wäre ein okayer langweilig. Deal. Wäre sogar okayer Deal. Jawohl, richtig und wichtig. Aua. Richtig. Bestbit. Ja, vielleicht und so, auch richtig und richtig. Ein Zauberschein oder so. Oha. Okay. Als einziges Biest. Pulverschnee. Jawohl. Oh ja, oh ja, oh ja. Wo lebt der noch? Der lebt nicht mehr, ne? Nee, der lebt nicht mehr. Ist mir aber egal. Okay. Ey, du spielst echt Schwächenschutz über Seelentau. Du hast immer Seelentau in der Soling gespielt. Aber Seelentau. Den coolen Seelentau gibt's nicht mehr. Deswegen habe ich mich für den coolen Seelentau entschieden, auf eine andere Art und Weise. Also ich hab schon versucht, die Items so gut es geht nachzustellen. Nee. Na gut, dann nehme ich halt trockenen Schwächenschutz. Machen wir hier nicht. So, was schicke ich denn jetzt eigentlich? Ja, stimmt. Ich habe ja wieder vergessen, dass du ja Tryhard-Block hier in letzter Zeit bist. Du hast ja deinen übelsten Tryhard-Arc. Ich vergaß. Das geht. So, wenn Old Gamma draußen ist, muss auch Young Beta reinkommen, ist klar. Natürlich, das ist klar. Dann da wollen wir mal rein jetzt in die Olga. Oh nein, der ist ja immer noch verwirrt. Ihr habt ja dieses Mal nicht die Möglichkeit, euer Lieblings-Pokémon von den Mons hier reinzuschreiben. Also schon, aber wäre irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber ihr könnt ja euren Lieblingsnamen von den 12, die wir hier dabei haben, mit reinschreiben. Finde ich cool. Das ist auf jeden Fall nicht Young Beta. Ach, aber Old Gamma oder was? Ja. Na, weiß ich jetzt nicht. Warum ist denn der nicht mehr verwirrt schon? Ich weiß gar nicht mehr, warum der Young Beta heißt, Logok. Oh, jetzt bin ich schnell. Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, falls... Nicht schlecht. Weiß ich nicht, warum. Ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu kam. Oh, ein KP! Oh. Das ist ja unlucky. Fokusband. Spinnscope-Linse.
Nicht für alles. Alles gleichzeitig. Ja, ja, ja. Es ist zu wild, was du mit mir machst, Digga. Ja. Aber ich muss auch tryharden jetzt. Oh, du hast meine Initiative, aber ich habe Rückenwind, aber du hast wahrscheinlich Temposchub. Hast du nicht? Hä? Ach nee, stimmt. Wir spielen ja mit deinen Armen. In welcher Welt lebst du? In welcher Leben wählst du, Alter? In welcher Leben wählst du denn? Welcher Leben wählst du? So, aber Rückenwind ist echt gut. Ah ja. Ah, ist okay. Chip ist Jab auf dem. Sag ich auch immer. So, Verwirrung. Angreifen. Selbst angreifen, meine ich. Als ob das Vieh nicht schon broken genug war, ne? Nö, da muss noch Schwächenschutz drauf. Hallo! Komm ich nicht auf klar. Seelentau quasi wie Schwächenschutz, nur anders. Du kannst echt nur von Glück reden, dass du Heimvorteil hier hast und wir auf deinem Kanal sind, weil ansonsten würde die Kommentarsektion dich wie so ein Fleischer auseinandernehmen, Alter. Nee, glaube ich nicht. Und das zu Recht, muss man auch sagen. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich glaube schon. Nee. Ja, sollen wir es bei mir hochladen? Gerne. Okay. Tschö. Hau mal ab. Ich hau kurz ab. Jetzt geht's rüber zu meinem Kanal. Genau. Oh, du hast deine Initiative jetzt wieder resettet, ne? Ja, das ist aber in Ordnung, weil ich habe ja auch noch den guten alten Wolbert. Ich sag ehrlich, Wolbert hätte es verdient, hier als letztes Pokémon zu stehen. Ist so. Ja. Die Peking-Ente kommt wieder rein, okay. Genau, wir gehen zurück. Die Peking-Ente wurde ja hier noch nicht besiegt, von daher, let's go. Let's go Pikachu und Evoli und Celebi und Evoli. Und überhaupt? Warte, es war zweimal Evoli. Naja, egal. Gibt's so viele Evoli überhaupt? Weiß ich nicht. Oha, der Heal of Doom. Okay. Ich bin mir halt nicht sicher, ob der Heal so gut ist. Also grundsätzlich nehme ich den. Klar. Gerade auf Vesprit. Aber der da ist sehr gefährlich. Und dem muss man Schaden drücken. Der ist gefährlich, ja. Ja. In der Tat. Schocksam nimmt man so dick, Junge. Ja, deswegen meine ich, ich weiß nicht, wie viel Heal tatsächlich bringt. Easy. Okay, cool. Cool. Wolbert ist ja auch noch dran. Warte kurz, ich mache hier noch Guillotine. Ja, mach mal. Aufruhr. Oha, der Schaden. Chip ist Chap. Zu wild, wild. Aber ich krieg jetzt konstanten Schaden. Wolbert ist mit Atmurai, ne? Yep. Du Otto! Ja, Otto! Du Otto! Hier kurz abgehoben. Ja, ich find's auch super, dass du dein brokenes Latias hast. Und ich wollte so meinen Reshiram auch spielen, aber der Partner davon war nicht im Game. Deswegen werden wir Reshiram leider nicht sehen. Du armes Tuk-Tuk, Alter. Ich bin echt ein armes Tuk-Tuk. Bist du wirklich? Das tut mir alles so leid. Pokémon 2 immer Tick-Tack genannt, glaube ich. Oder TikTok. Aua, ey, schon wieder ein Crit. Ja, hören Sie jetzt aber mal. Richtig und richtig. Vielleicht ist es aber auch einfach der Play, Latias da stehen zu lassen. Der Chaoten hin und wieder mal was so, aber irgendwann hat er keine AP mehr. Und dann besiegt er sich von allein. Beim Chaoten aber trotzdem noch was, sag ich. Autsch. Boah, das ist ja alles so ein witzloser Schaden, Dicker. Ja, war offensiv, weißt du. Ach so. Logisch. Logisch. Aber warte mal, irgendein Pokémon von mir hat Chlorophyll. Ich weiß bloß nicht, ob es dabei ist bei den 6. Oh, Krabbelkracher. Oh. Was denkt das? Spezialangriff. Spezialangriff halt. Das ist nicht cool. Finde ich doch in Ordnung. I don't like. Nehme ich so mit, wie es ist, Digga. Oh, Step! Au! Wow. War ein bisschen enttäuschend, das Step-Schaden, um ehrlich zu sein. Klar, war Angriff physisch so, aber ich glaube, Pulver 2 ist Angriff ist okay, oder? Nee. Oh! Oh! Nein! Nicht der Expertengurt! Oh Mann, den habe ich so gerne auf dem gespielt. Aha. Bis ich ihm Stärke beibringen musste. Der Wunderraum ist verpufft. Na gut. Ich habe kurz überlegt, ob Items keine Wirkung hatten. Das hätte mich sehr gefreut, weil dann der Evolit jetzt noch mehr reinzimmern würde, aber naja. Hier, Küsschen. Finde ich voll okay. Alles, was von Latias keinen Schaden macht, nehme ich mit Bitterkusshand. Mit Bitterkusshand, Digga. Mit der Bitterkusshand. Bitterkusshand. So, was macht der machen wir jetzt Junge? Seitenwechsel. Interessant. Wild. Ich darf mal wieder was anderes einsetzen, außer Aufruhr. Geil. Blutsauger. Ja. Step. Oh ja, und Heal. Und gefühlt war mein Evolit jetzt weg, Alter. Das war gar nicht so wenig Schaden. Ja, Wolbert hat einen immensen Attack-Wert. Ja, man kennt ihn dafür. Ey, du Otto. Aber stimmt, der Angriff ist echt besser als der Spezialangriff. Der ist richtig wack. Oh. Ja, einfach Latias stallen. Ich weiß nicht, ob das so der way to go ist. Wir werden es herausfinden. Boah, jetzt nochmal Schocksamen in dein Gesicht, Alter. Ja, na, hör mal. Wer ist sexy?
Man muss ja nicht gleich schocksam sein. Energieball reicht mir auch. Oder Gigasauger wäre geil. Der Gigasauger. Der wäre richtig. Nee, wenn du Gigasauger wäre gar nicht cool. Ich habe einfach nur nachgeplappert gerade. Bodycheck, Mist. Hey, wir haben doch Schildlos auf dem Feld. Ja, aber wenn du hättest Porygon angreifen müssen. Ach, nur dann gilt das. Ja, das gilt nicht für die Partner. Achso. Hey. Und die Sonne auch noch. Aber auf -1. Kannst du von Glück reden, du. In der Sonne auch noch. Aber auf hier mein Blubstrahl, der Sonne auch noch. Das waren 5 mächtige KP. Ja. Okay, dann sollte Volbeat weg sein. Yes. Nein. Okay, doch. Schön. Auch wenn Volbeat wirklich, ne, wie gesagt, dem Latias gönne ich gar nichts. Ey, nicht nach Schwächenschutz. Hallo. Aber Volbeat würde ich alles gönnen. Naja, ich habe ja noch Jan Peter. Der knallt jetzt in der Sonne. Ja, je nachdem, ne? Doch, der drückt jetzt, einfach Flammenblitz auf die Peking-Ente. Ja, oder auf Duotto. Nee. Wäre ja auch okay. Nee. Hm. Fuchtler, oha. Ja. Boah. Okay, jetzt Flammenblitz auf die Peking-Ente wäre in Ordnung. Fuchtler, sage ich, nehme ich mit, das spart mir sogar AP. Oh. Lebe ich noch, bitte? Oh. Ja, dann würde ich jetzt einen Nahkampf nehmen auf den schlafenden. Das hat aber nicht viel mehr als 49 KP gemacht, oder? 49 KP? Ich habe nicht drauf geachtet, keine Ahnung, Digga. Dass wir der Safe genau 49 gemacht haben, sodass ich Safe genau durch den Knockback gestorben bin. Safe. Mystoschmusto nehme ich mit. Finde ich gut. Oh, wir wachen auf. Achso, oh Gott. Junge, er hat alles wieder, ne? Ich hasse den so sehr. Es ist aber unfassbar. Er kommt durch. Ich habe den so gehasst in der Soling. Und da kommt der Blizzard! Ja, kann aber nicht freezen, leider, in der Sonne. So ist es. Aber hey, Schaden. Ja, ach, jetzt ist die Sonne vorbei, natürlich! Ja, guck mal. Du hast Latias mit Filter-Schwächenschutz. Ja. Ich habe ein Meditales ohne Mentalkraft. Ja. Das ist, find ich aber gut. Auch mit Schwächenschutz dann entsprechend? Natürlich. Sehr gut. Oh, ist das fruchtig. So fruchtig. Okay. So, und jetzt noch irgendwas Geiles hinterher. Na, weiß ich nicht. Der Mogelhieb zum Beispiel. Nee, das war so ein Flohbird-Mogelhieb. Ein Flogelhieb quasi. Der Flogelhieb. Boah, warum haben wir das, ist uns das früher nicht eingefallen? Oh! Mentalkraft! Ja, es noch passiert. Nicht ganz, aber du bist auf einem guten Weg. Es passiert! Okay, der vielleicht. Ja, okay, eventuell. AliExpress, Digga. Greif dich doch auch einmal selbst an jetzt. Hallo! Hör mal auf! Du bist schon so ahead, weißt du? So eine Drecksau bist du. So eine dreckige jetzt Drecksau. Jetzt ist mein Fuchtler fast komplett negiert. Naja. Polygon 2 hätte, glaube ich, noch den einen oder anderen Hit genommen. Polygon 2 hätte den Scheiß gemacht. So, komm schon. Greif dich selbst an. Einfach beende es. Jawoll! Gutes Mädchen. Gutes Mädchen. Schlechtes Mädchen. Schlechtes Mädchen. Stopp mal. Ist doch gut für dich. Nee, ich hätte... Ich glaub schon. Weiß nicht, so ein Wutanfall hätte ich viel mehr gefühlt. Ja, natürlich. Oh ja, das nehme ich auch mit. Ich habe einen gezinkten... Ja. Ich glaube nicht, aber nach dem Rutenschlag ist das schon sehr guter Schaden jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Mons du noch hast, aber ich glaube... Schon noch einige. Ja, so viele. Junge, wie lange denn noch? Ja, zu Recht aber auch. Ach, ja, zu Recht aber auch. Boah, Alter, das war aber... That's a lot of damage. Ja, Rutenschlag halt. Du hast es underestimated. Jetzt komm. Auf Latias. Och komm, Alter, Mann, bitte. Ich hasse diese Metronom-Battles. Ich höre wirklich auf damit langsam. Es macht mich nur noch... Weißt du, kennst du diese Spiele wie Overwatch und Overwatch, die dich aggressiv machen nur, die dir überhaupt keinen Spaß mehr im Leben bringen? Hä, mir bringt das viel Spaß im Leben. Auch diese Metronom-Battles, die bringen mir viel Spaß in meinem Leben. Danke, ich hasse Metronom-Battles, Digga. Ich nehme alles. Ich hasse, kennst du solche Spiele wie Overwatch oder Overwatch? Digga. Oder Overwatch 2. Overwatch 2, was dasselbe Game ist. Mein J, aber das ändert vermutlich auch noch nicht so super viel. Oh, nach Memento Mori lebe ich das. War wichtig. Und jetzt wieder hoch rein, oder Otto? Du machst zwar nichts, außer Schweif. Ja, damit bin ich jetzt +1 vielleicht. Nach den Mystewellen. Wahrscheinlich habe ich noch mehr Drops intus. Möglich, ja. Ja. Eissplitter. Sehr stark, sehr stark.
Ja, ja, fast Mentalkraft. Ja, Kraft ja, boostet. Ja. Fast. Den habe ich auch noch. Müdemensch. Müdemensch. Oh, Gott sei Dank hat der sich nicht entwickelt, ne? Das wäre jetzt im Metronom-Battle sehr unangenehm gewesen. Drei Monster hast du noch, okay. Ich auch. Siehst du, ist alles fair. Was holst du denn rum eigentlich? Guck dir mal Admurai an, Alter. Das ist minus, der, guck mal, der hat gerade Schweifglanz eingesetzt und ist minus 1. Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Oh, Müdemensch ist echt schneller. Okay, perfekt. Oh, Mann, ey. Ja, oh, hallo. Das, ach, Eissperr. Ich habe Eissplitter gelesen. Weg mit dir. Aber hätte ich sogar nicht gelebt, ne? Den Müdemensch ist so ein King. Krass. Alter. Kommt hier rein, killt. Okay. Banger. Ich hätte echt gerne meinen Verteidigungsboost noch auf Meditales. Nee, ich finde alles gut so, wie es ist. Oh ja. Aus Gründen. Das war eine dreckige Scheißfassade. Alter, was? Dann triff wenigstens dreimal, dann macht das vielleicht sogar Schaden. Ja, naja. Das ist nicht sehr effektiv. Man nimmt, was man kriegen kann. Man nimmt, was man kriegen kann. Okay, zu guter Letzt haben wir dann also noch. Ferdinand, richtig. Den break ich doch nie. So, und weißt du, wovon immer in Einal die Rede war? Wovon denn? Na, von diesen legendären Drachen-Pokémon, die da umherlaufen sollen. Und ich hab's gefunden, es ist Ferdinand gewesen die ganze Zeit. Ferdinand! Ja! Alter! Er war's! Der Ehrenmann! Das ist die wahre Form von Kyurem. Und nicht alle drei vereinen. Das wäre tragisch. Aber, okay. Ja. Ach, ah, komm. Der silberne Blick. Finde ich nicht cool. Das finde ich doch, das finde ich eigentlich schon gut. Muss ich gestehen, finde ich gut. Und jetzt, oh ja! Yeah! Oh, aber ich resiste. Oh, das wäre auf Ferdinand so sexy gewesen. Alter, das war auch auf dem sexy. Ich meckere nicht so, aber... Ja, war, glaube ich, generell ganz... Was sind deine letzten beiden Pokémon? Nein. Ich habe noch ein paar auf der Box. Das Soling ist dann noch nicht vorbei. Ja, ja, geht dann weiter mit dem nächsten. Ich habe noch Bieber und... Martineva und nicht Martineva. Naja, alle Fall da ist. Das ist jetzt eine gute Verteidigung. Nein, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, mein Angriff ist niedriger als meine Verteidigung. Achso. Ja, ja, ich gewinne bestimmt jetzt in zwei Runden. Pass auf, ich bring dir auch was Cooles mit. Also, ich hab dir auch was Cooles mitgebracht. Und zwar. Oh, es ist der. Den Timer. Der Timer. Oh, ich kann stallen. Wenn ich jetzt zwei Kills hole. Also pass auf, folgendermaßen, du hast das legendäre Drachen-Pokémon mitgebracht. Ich habe eins deiner legendären Falter-Pokémon mitgebracht. Das ist so, ja, sehe ich natürlich. Finde ich gut. Und jetzt killt er irgendwas. Ja, siehst du? Ja, okay, ich brauche drei Kills. Oder ja, zwei, wenn ich mehr KP habe, könnten zwei reichen. I don't know. Aber das Gefühl, das wird schwierig. Ja, das könnte echt schwierig werden. Was für Gedankengut jetzt, hä? Was hast du denn hier raucht? Was hast du denn hier raucht? Beschwer dich noch. Du musst einfach nur noch da stehen. Du musst nichts mehr machen. Ja, aber der Timer, ich will was machen. Ich will den loswerden jetzt. Was für Timer? Abgesang ist Timer genug? Ja, aber der 3-Minuten-Timer wird schneller vorbei sein. Ich weiß auch nicht, was vor... Ich glaube nicht, nein. Ich weiß auch nicht, was mit Ferdinand los ist. Warum der so unfassbar musikalisch ist. Der... Ich gucke mal, was der für Mull hat. Klar ist der Tänze, Musiker. Gesang. Ja klar. I don't know. Das sieht doch auch sehr filigran aus zum Tanzen. So, also jetzt muss ich auf jeden Fall KO holen und dann noch einen KO holen. Und dann mehr KP noch haben. Perfekt. Para? Mit? Jawohl. Ja. Wunderbar. Nimmt man. Ich liebe Metronom Battles. Da werden wir doch gleich die Vollpara sehen. Hier, Kampfgebrüll. Richtig. Freunde. Ist der Siegestanz auch sehr gelohnt? Oh, keine Fullpara. Das ist frech. Nee. Aber der Mist. Und Klammergriff Mist, okay. Oh! Ach, Fehlschlagschutz! Ah. Nee. Normaljuwel, Techniker, Klammergriff. Oha! Wow. Das war Schaden! Cool. Das war Normaljuwel, Techniker? Ja. Ich glaube, es ist auch soweit. Ich glaube, es ist soweit. Was ist soweit? Quittest du? Bin ich an. Hast du einfach aufgegeben gerade? Ja. Das ist ja mega unbefriedigend jetzt. Ja.
Weißt du mal, wie sich das anfühlt? Geht mal zu Flo rüber auf sein Soul Link Metronom-Bell, dann lass mal Dislike da.